Okay, pass mal auf. Wie sieht's mit einem Kampf aus? Kann nicht schaden. Du lernst am besten, wenn dein Blut spritzt. Na dann. Lass uns kämpfen. Zeig's ihm! Ah. Mach schon! Zeig, was du kannst! Oha! Zeig's ihm! Zeig, was du kannst! Mach schon! Los, worauf wartest du? Na, der haut ganz schön rein, ne? Zeig's ihm! Los doch! Los, worauf wartest du? Zeig, was du kannst! Los doch! Mach schon! Los doch! Kann man wenigstens mal treffen würden hier, ne? Zeig's ihm! Los doch! Na? Zeig's ihm! Zeig, was du kannst! Okay. Alles klar. Na? Gut gemacht. Habe ich mir nicht eine Belohnung verdient? Wegen mir nimm einen rum. Obwohl ich ihn eigentlich nötiger hab. Ah, gut, okay. Die waren das jetzt immer mit dem Hut. Ich setz den mal auf. Mal gucken. Der Hut eines Reisenden. Einschüchtern plus 3. Beim Sehen. Hey, 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 warte mal. Was trägst du denn da für einen Hut? Das ist mein Hut. Mein Glückshut. Den habe ich gefunden. Und ich habe ihn verloren. Also, gib mir meinen Hut zurück. Was zahlst du denn? Mein Finderlohn steht mir ja wohl zu. Ha, dir steht gar nichts zu. Gib mir meinen Hut. Nö. Der Hut gehört jetzt mir. Dann kämpf mit mir darum. Auf geht's. Kämpfen wir. Dann mal los. Schlag doch zu. Zeig's ihm. Los doch. Ich erwisch dich noch. Allerdings mal treffen würde hier. Halt. Flucht nochmal! Mist. Volltreffer! Na, warte mal, mir. So, der Hut gehört mir.
Quest abgebrochen. Kampf um den Hut. Was willst du mit der Waffe? In meine Nähe. Siehst du? Geht doch. Na, wir haben die Nut jetzt trotzdem noch. Ich behalte den Hut. Wobei, er hat uns ja besiegt, ne? Hier, nimm den Hut. Dass du ihn mir zurückgibst, spricht für dich. Du hast Ehre im Leib, das gefällt mir. Und es wird dem Captain gefallen. Ja, allerdings. Okay. So, wie war das jetzt mit dem Mix? Das haben wir klar gemacht. Wir haben Schlösser öffnen, fehlt uns der Skill, ne? Wir haben aber auch jetzt hier keinen Lehrer, der uns das beibringen könnte. Da oben hier, der ist ja hier schmutzige Tricks. Dann haben wir hier, ich weiß gar nicht, wer ist denn hier noch? Da haben wir hier Pirat und Pirat, hier noch ein Lagerfeuer. Hier der Schmied wird uns das nicht beibringen können. Und er ist hier Kampflehrer. Naja, da haben wir keinen passenden Lehrer, ne? Ich guck mal eben hier auf die Charaktere. Da brauchen wir ja im Prinzip Gerissenheit-Lehrer, Dieb. Mal eben auf der Karte markieren. Aber wir haben ja keine Karte, ne? Lago. Naja, wir müssen zu Lago, um den Schlösser öffnen Skill zu bekommen. Okay. So, es ist Nacht. Ich denke mal, wir jetzt mit dem Stahlbart quatschen, dann wird die Patty wahrscheinlich da bleiben, aber die brauchen wir noch. Ein Bett, ein freies gibt es hier auch nicht. Dann werden wir jetzt mal eben einmal hier durch die Nacht mal eben zurück hier zur Inquisition. Weil wir haben ja erstmal, ich weiß nicht, mit ihm mal quatschen hier. Der hat nur Tricks drauf. Mal den Weg mal wieder zurück, den wir gekommen sind. Ich werde mal sprinten, dass wir immer ein bisschen schneller vorankommen. Ach so, das kann er ja auch nur begrenzt, ne? Ja, mal sehen. Aber gut, wir haben jetzt ja schon einiges erreicht. Das Tor ist jetzt auch offen. Ich quatsch nochmal mit ihm hier. So, du hast uns also Verstärkung besorgt. Ei. Das wurde auch Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr auf Verstärkung angewiesen seid. Hey, wenn mehr Leute am Tor sind, können wir uns öfter abwechseln. Schon klar. Und ihr habt mehr Zeit zum Saufen. Genau so sieht's aus.
Übrigens, dass du den jungen Colby angeschleppt hast, war gut. Der kann hier noch einiges lernen. Ja. Ich guck mir das nochmal eben an hier. Diese Kanone haben wir auch noch. Hier haben wir noch den Piraten und hier der Colby. Ich passe gut auf. Jo. Nehmen wir mal das Bier mal eben mit hier. Na, okay. Hier ist auch noch so ein Raum. Ja, da kommt er jetzt wieder an, ne? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ja. Dann schleichen wir uns da mal eben rein. Ah, das hat er auch mitbekommen, ne? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Warte mal. Okay. Ah, nee. Mach so eine Scheiße nicht nochmal! Wein. Auch ein bisschen Fleisch. Okay, Patty, wir hauen ab. Da ist noch was in der Wand. Noch ein Goldklee, so. Okay, auf zur Inquisition. Wir kommen später wieder. Hier ist noch eine Fackel. Ach, ist ja hier hochklettern. Ah ja. Ah, okay. Na, mit der Kanone, was jetzt auch noch nicht da, müssen wir mal sehen. Auf was die jetzt dann abzielen soll. Gut. Bis später. Also wir kamen ja von hier, meine ich, ne? Ich sprinte mal eben. So. Da sind die kleinen Äffchen, die man zähmen kann. Na, Patty, alles klar. Ist hier noch dran? Na, die wird schon wieder auftauchen. So, ich zieh mal eben durch hier. Da ist noch eine Maki-Bäre. Okay, wir kamen hier durch die Höhle. Ach, hier Erzader. Ich brauche eine Spitzhacke. Ja, da kommen wir auch noch hier Erz schürfen und so. Mhm. So. Genau, da sind wir jetzt hier wieder bei dem Turm. Und er ist wahrscheinlich am Schlafen. Ist ja Patty. Am Schlafen. Ich will mir einfach so mal hier reinzuschleichen. Da kommen wir jetzt so rein.
Der schläft dort und das ist auch wieder eine verschlossene Kiste. Wir brauchen unbedingt diesen Schlösser-Öffnen-Skill. Wir müssen einmal dem Lago echt jetzt mal hier mal ins Geschäft kommen. Hier, roher Fisch, den nehmen wir noch mit. Den Wein natürlich auch. Und dann wollen wir eben sehen, dass wir den Lago jetzt mal irgendwie mal bequatschen. So von wo kamen wir? Wir kamen von hier oben, meine ich. Halt. Und dann brauchen wir auch diese Karte, brauchen wir auch unbedingt. Also ich meine, wir müssten hier lang. Da sind die Felder, ne? Ja, wir sind richtig. So, mal gucken. Der steht die ganze Nacht im Prinzip da vor dem Eingang und ja. Gut, okay. Beginnt auch schon wieder die Morgendämmerung. Hier, Lago. Haben wir denn überhaupt noch? Wir haben 600 Gold. Ja, wir müssen das mit dem Schlösser öffnen. Müssen wir irgendwie hinbekommen hier. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. So, guter Taschendieb werden 1000 Gold. Tipps für Anfänger. Schlösser knacken brauchen wir ja Gerissenheit 4. Schaffen wir ja noch gar nicht. Ich gehe mal hier auf den. Hast du ein paar Tipps für Anfänger? Wenn einer sieht, wie du was klaust, wird er dich in der Regel direkt angreifen. Manche Typen sind aber auch Weicheier. Die sagen vielleicht was, machen aber nix. Die meisten Frauen sind auch so drauf. Achte einfach darauf, wer eine Waffe hat. Keine Waffe, kein Problem. Kapiert? Okay, Diebeskunst 1. Ja, wir müssen uns da einfach nach... Später! Ja, wir müssen uns da einfach nach und nach einfach steigern.